Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 11.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Und da haben wir. Geht gleich wieder raus. Und tschüss. Naja, natürlich kümmern wir uns jetzt den Shop an, aber ist jetzt nicht so wirklich prickelnd. Also wir haben mal zum einen den tiefen Dab. Der kriegt von mir 6 von 10. Bin jetzt kein großer Fan von dem tiefen Dab. Da haben wir momentan ein Voting von 2,67 von 5 bei 24 Votes. Am 26. Juni 2019 das ist mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 17 Reminders, letztes Mal im Shop. Vor 62 Tagen am 10. September. So, da geht's weiter. Als nächstes mit dem Light Show. Bin ich jetzt auch kein Fan davon, von dem Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Der Light Show. Und der Light Show hat hier ein Voting von 2,41 von 5 bei 37 Votes am 4. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 18 Mal seitdem, 24 Reminders, letztes Mal im Shop. Vor 76 Tagen am 27. August 2019. Dann geht's weiter hier mit den magischen Schwingen für 1200 V-Bucks. Die sehen relativ cool aus. Die kriegen von mir 8 von 10. Und die haben hier momentan ein Voting von 4,38 von 5 bei 52 Votes. Am 16. November 2018 ist das mal drin gewesen. 13 Mal seitdem, 56 Reminders jetzt mal im Shop vor 42 Tagen am 30. September 2019. Dann haben wir den Holoscan, die Scanline. Für 300 V-Bucks. Das Teil ist richtig cool, gefällt mir ganz gut, kriegt von mir 8 von 10. Haben wir, glaube ich, sogar dann jetzt oben in der Ecke einen Gameplay verbot. Oder Holoscan benutzt wurde. So, 8 von 10, wie gesagt. Ja, momentan ein Voting von 4,69 von 5 bei 16 Votes. Am 18. Juli 2019 ist das erstmal drin gewesen. 4 Mal seitdem 44 Reminders. Das letzte Mal im Shop von 59 Tagen am 13. September. Dann haben wir als nächstes den Clean Groove. Moment. Ist das sauberer Groove? Wo bin ich denn überhaupt? So, bin gerade ein bisschen verloren. So, sauberer Groove. Ist mega cool. Für 500 V-Bucks das Teil. Kriegt von mir 10 von 10. Und das Ding hat hier ein Voting von 4,03 von 5 bei 31 Votes. Am 29. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Das ist das siebte Mal. 41 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 72 Tagen am 31. August. So, dann haben wir die Schattenagentin. Jetzt mit diesen zwei verschiedenen Styles. Ich finde persönlich den dunklen Style immer noch den besseren. Aber ist Geschmackssache. Von mir kriegt die Schattenagentin 8 von 10. Und die hat hier ein Voting von 4,21 von 5 bei 106 Votes. Am 15. Dezember 2017 bereits das erste Mal drin gewesen. Das 37. Mal, jetzt 91 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 21 Tagen am 21. Oktober. So, dann geht's weiter hier mit. Hier hinten können wir noch das Backpack ganz kurz zeigen. So sieht das aus. Ja. Einmal in dunkel, einmal in hell. So, dann haben wir hier den Kauknochen für 500 V-Bucks. Das Teil hat hier ein Voting von 2,82 von 5 bei 28 Votes. Am 26. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 3 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 41 Tagen. Ich habe dem ja noch gar keine Note gegeben. Ich finde den auch nicht so toll wie von mir. 5 von 10. Der Kauknochen. So, dann haben wir hier Wuff, finde ich genauso miserabel. Kriegt sogar noch eine schlechtere Note von mir. Kriegt 4 von 10. Legen wir ganz kurz hier durch.
Ist nicht so meins, das Teil. Und das hat hier folgendes Voting. 2,395 von 5 bei 18 Votes am 16. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 5 Reminders. Letzte Mal schon vor 41 Tagen, am 1. Oktober 2019. Dann sind wir bei dem Doggo. Wo ich mich auch wundere, hier hinten drauf steht Odin. Also irgendwas ist da durcheinander gekommen. Hat er den leergeschlapperten Fressnapf da hinten auf dem Rücken. So, ich finde den persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß, er hat miserable Noten, aber von mir kriegt das Teil 7 von 10. Da kauft noch einen auch auf den Handschuhen. Der Odin Doggo. Müssten wir, weiß ich gar nicht, ob wir ein Gameplay haben. Falls ja, ist oben rechts jetzt verlinkt dann in der Ecke, falls wir eins haben sollen. So, der Doggo hat hier ein Voting von 3,11 von 5 bei 85 Votes. Am 26. Mai 2019 ist das mal drin gewesen. 7 Mal seitdem, 34 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 41 Tagen am 1. Oktober. Dann sind wir bei. Na, wir gehen jetzt erstmal dahin. Wir gucken einfach mal, wie sich die Noten entwickelt haben bei der Welle des Todes, dem Totenschützen, auch in Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt. Und der Spektralsende. Wir gucken einfach mal, wie sieht's da momentan notenmäßig, Noten aus. Und da haben wir zum einen für Deadwave 4,33 von 5 bei 6 Volts. Dann haben wir, kann ich auch gerade einfach durchklicken, dann haben wir hier für die Spektralsense 4,6 von 5 bei 5 Volts. 11 Reminders. Und der Deadeye 4,2 von 5 bei 10 Volts und 16 Reminders. So, dann sind wir damit auch schon soweit durch. Dann geht's weiter. Jetzt kommen wir zu dem letzten Package für heute. Das ist hier, fangen wir mal an mit dem Streifenschlitzer. Der Teil finde ich persönlich, ja, kann ich nicht so wirklich was mit anfangen mit dem Ding für 500 V-Bucks. Von mir 4 von 10. Der Stripe Slicer. Und er hat hier ein Voting von 3,45 von 5 bei 11 Votes am 6. Oktober 2019. Das ist mal drin gewesen. 3 Mal seitdem, 4 Reminders jetzt mal im Shop vor 35 Tagen am 7. Oktober. Dann sind wir bei dem Sky Stripe. Das ist dieser Gleiter hier. Ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Der kriegt von mir 7 von 10 für 500 V-Bucks. Und der Teil hat hier folgendes Voting. Wir sind bei 4,57 von 5 bei 7 Votes am 6. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt. 4 Reminders, letztes Mal im Shop, ja, am 7. Oktober. Aha. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt hier die Ruby. Super schöner Skin, wirklich gefällt mir sehr gut. Hier da mit den Kopfhörern da hinten dran. Sieht aus wie so ein kleines Wurfmesser da hinten an der Tasche. Ich finde, die sieht wirklich nice aus. Gefällt mir sehr gut. Hot Lady. Und also für 1200 V-Bucks. Ruby geht von mir 8 von 10. Und dann schauen wir doch einfach mal hier in die Benotung rein. Wie schaut es denn aus bei Ruby? Ruby hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 3,47 von 5 bei 32 Votes. Am 6. Oktober 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Jetzt das dritte Mal. 113 Reminders. Das letzte Mal im Shop eben am 7. Oktober. Ja. Jetzt muss ich natürlich dem Shop hier noch eine Benotung geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Shop aktuell ist jetzt nicht so wirklich der Oberbringer. Ne? Wir gucken mal jetzt rein, wie es momentan aussieht mit dem Voting. Wir haben hier 813 Votes für Love It, 917 für It's Meh und 2112 Votes für Hate It. Und ganz ehrlich, als ich in den Shop reingeguckt habe, habe ich mir gedacht, ich bin da irgendwo auf der rechten Seite hier angesiedelt, was da die Benotung anbelangt. Das kann so nicht, der Shop gefällt mir nicht, überhaupt nicht, da ist nichts dabei. Ich sage, geil. Natürlich, der Deadeye, den hatten wir ja gestern bereits drin gehabt, aber so, also ich bin dann eher so hier bei, gucken wir mal ganz kurz hier, da bei dem Hated. Love It kann ich nicht geben, It's Meh, es reicht nicht aus, von mir kriegt das Ding ein Hated. Damit bin ich Vote Nummer 2113 für Hated.
Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Endgleich. Macht's gut, haut rein, bis dann und tschüss.